Das wollen wir auf jeden Fall, Michael. Schönen Dank auch für euren Einsatz. Ich denke, wir haben was Gutes geschafft. Kommt heil und sicher nach Hause gleich im Umzug. Dankeschön, macht weiter so. Und jetzt wollen wir uns den Brennerbohr gucken. Brennerbohr, ein altes Schätzchen, mit dem damals die Kurgäste auch vom Bahnhof abgeholt wurden und ins Heimat gefahren wurde. Wer sitzt auf dem Brennerbohr? Es schließt sich an die K.O.T., die hier den Mittelpunkt des Ortes immer wieder bestreiten. Ina Kohlbrecher an der Spitze, herzlichen Dank, Ina, für eure Teilnahme. Macht weiter so, verteilt nur ein wenig eure Infomaterialien. Wir sehen uns nachher auf Platz. Dankeschön. Ja, in diesem Jahr zum 43. Mal hier in Bad Rothenfelden beim Heimatfest, der Musikzug Wiesental. Wir freuen uns. Schönen Dank.
die Schüler, die die Zukunft gestalten wollen. Das ist unsere Jugendabteilung des SVR. Schön, dass ihr dabei seid und wie wir sehen, links und rechts begleitet von traditionellen Trachten der Damensportgruppe des SVR Timon. Schon einer der stärkeren Vereine hier.
die ständig im Juristensportpark am Trainieren ist, da wird richtig was geboten. Und da kann sich die Jugend und auch alle anderen richtig ausbaldoren. So haben wir hier mehrere Herrenmannschaften, die sich hier nicht leben lassen, auch hier dann teilzunehmen, Kunstinstitutsarbeit und auch einmal die Strahlkraft des SVRs rauszunehmen, wie viele hier eigentlich auch diesen Verein die Treue halten und immer dabei ist. Natürlich ganz alleine läuft jetzt hier der Präsident des SVR, Henning Niemann. Henning, von dieser Seite aus, danke für deine viele, viele Arbeit hier für unseren Heimatfest. Danke für euer großes Erscheinen heute. Und viel Spaß beim anstehenden Feuer. Und das ist alle Nutzen.
letztes Jahrzehnt mit dabei. Viel Spaß nachher noch. Es schließt sich an die Klinik im Kurpark. Eine der vier Kliniken hier in Bad Bodenfelde. Von den vielen Kliniken, die wir haben. Und Sie sehen schon, sie versprühen Scham. Thank you.